Everybody says we're too young, our love is not going on. They say you better go away, cause this love is made of sorrow and pain. Love is enough. Halswirbelkörperfraktur nach Verkehrsunfall mit Beteiligung der Hinterkante und Verlegung des Spinalkanals um ein Drittel. Wann ist er denn reingekommen? Vor 10 Minuten, danke. Dann haben wir also noch eine Chance. Wir müssen die Wirbelwicht und das Rückenmark rechtzeitig entlasten, ansonsten. Ist das für den Rest seines Lebens querschnittsgelähmt? Ja. Wie alt ist er denn eigentlich? 22. Oh nein. Doch. Man sollte Motorräder verbieten. Hoffentlich läuft uns die Zeit nicht davon. Zu diskutieren. Es geht wirklich nicht. Ich schicke euch Barach. Jede Sekunde, die wir hier länger brauchen, entscheidet über das Schicksal des Jungen. Wenn wir wieder unter den Händen gesteckt, entscheidet das nicht über dein Schicksal? Verdammt nochmal! Ach, hier bist du. Kannst du mit einem Kaffee trinken? Nee, du, ich hab noch zu arbeiten. Mir zuliebe. Nee, wirklich nicht, Maya. Umso besser, wenn du mal eine Pause machst. Na komm schon. Na, lass mal. Aha, verstehe. Das Tribunal tagt. Aber wir können es kurz machen. Ich bekenne mich schuldig in allen Punkten. Setz dich erst mal hin. Wie lief's denn? Ich finde die Operation meins gut, aber ich wünschte, du wärst dabei gewesen. Das will ich gar nicht wissen, okay? Was willst du machen? Willst du künftig vor jeder Operation wegrennen? Du bist Chirurg. Schon mal was für einen Berufswechsel gehört? Das meinst du nicht wirklich? Ich weiß auch nicht. Früher war alles so klar. Ich habe immer genau gewusst, wo es lang ging. Aber es hat sich doch nichts verändert. Was? Ich habe einen Menschen sterben lassen. Nicht du hast ihn sterben lassen, sondern sein Darmkrebs. Es ist schrecklich und tragisch, aber es ist nicht deine Schuld. Na, wenn es immer alles so einfach wäre. Achim, du musst versuchen, darüber wegzukommen und wieder operieren. Und zwar schnell. Na wunderbar. Für jede Situation die passende Lösung, was? Schade nur, dass ihr mir mit euren kleinen Lebensweisheiten nicht helft. Weil du dich hinter deinem Selbstmitleid versteckst. Dr. Achim Kreuzer, unser strahlender Held in allen Lebenslagen, muss zum ersten Mal eine Niederlage einstecken. Aber was nun? Bist du jetzt ein anderer Mensch? Nein, aber ich denke über viele Dinge anders nach. Mein Job, mein Privatleben. Vielleicht habe ich ja wirklich alles falsch angefangen. Ich wollte immer alles alleine machen. Super. Sarah, du bist ja noch hier. Ja, ich habe noch Quartalsabschlüsse zu machen. Deine Quartalsabschlüsse fangen an, mir zu gefallen. Komm. Was? Du musst mit dir reden. Was soll denn das? Ich möchte, dass du zu mir ziehst. Was? Komm zu mir in die Villa. Aber wir haben doch besprochen, Ich weiß. Wir wollten uns die Welt teilen und nicht die Wohnung.
Alles doch Quatsch. Das ist kein Quatsch. Wir haben eine Entscheidung getroffen. Eine Entscheidung kann man auch rückgängig machen. Ich möchte mit dir leben. Das kommt jetzt so... Ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll. Sag einfach ja. Das geht nicht. Du kannst mich doch nicht einfach in ein Zimmer ziehen und mir die Pistole auf die Brust setzen. Was ist denn los? Nichts. Wieso? Das wollte ich ja gerade von dir wissen. Nein, es ist nichts. Ich will nur keine überstürzten Entscheidungen treffen. Ich muss jetzt wirklich los. Lass uns morgen noch mal in Ruhe über alles reden, ja? Fenstersturz aus dem zweiten Stock. Stumpfes Thoraxtrauma mit Verdacht auf Rippenfraktur. War nicht ansprechbar. Intubation und Kreislaufstabilisation vor Ort. Wir betten um. 1, 2, 3. Seine paradoxe Atmung, Kreislauf überwachen. Großes Labor vorbereitet, zusätzliche Röntgen für Kreuzblut. Und Röntgen vorbereiten, großer Thorax. Ich mache jetzt eine Ultraschalluntersuchung des Bauchraumes. Wie sieht der Bauchraum aus? Nichts Auffälliges. Atemgeräusche links deutlich abgeschwächt. Das könnte ein Hämothorax sein. Wie lässt sie sich beatmen? Atemgase grenzwertig. Ist Dr. Hansen von der Intensiv im Haus? Nachtschicht haben nur Sie und Dr. Barach. Lassen Sie den OP vorbereiten. Ja. Und rufen Sie Dr. Barach an. Beeilen Sie sich mit dem Röntgen. Wir operieren sofort. Stückfraktur der 7. Rippe. Die Pleura ist eingerissen. Ja, dann ist klar, dass die Blutung von der Rippenarterie kommt. Da wäre ich mir nicht so sicher. Jetzt tupfen Sie. Und helfen Sie mir beim Einstellen der Pleura. Dabei verlieren Sie doch bloß Zeit, das blutet nur von peripher. Verdammt nochmal, jetzt tupfen Sie endlich. Benutzen Sie gefälligst diese Klemme, statt mich zu behindern. Das ist ja unerhört. Sind Sie jetzt Oberarzt und leiten die Operation? Und wenn Sie dreimal Oberarzt sind, tun Sie, was ich sage und stellen Sie mir die Lungenwurzel dar. Wie Sie wollen, dann übernehmen Sie die Verantwortung. Egal, wer die Verantwortung übernimmt. Tut was, und zwar schnell. Das ist die letzte Konserve, die ich habe. Was? Wir haben noch gestern erst bestellt. Das Britannien konnte uns nur viel liefern. Null negative zur selben. Rufen Sie sofort sämtliche anderen Blutbanken an. Beeilen Sie sich. Sie sehen doch, wie das hier durchläuft. Die Frau verblutet mir noch. Okay, wir stellen uns jetzt den zentralen Abgang der Lungenarterie dar. Scheiße. Doch die Pulmonalis. Druck 60. Kannst du nicht schlafen? So, ich habe nochmal über alles nachgedacht. Ich habe meine Meinung geändert. Ich will nicht, dass Jakob zu den Thomanern geht. Ja, das haben wir doch alles schon beredet. Hat die Prüfung bestanden? Der ist noch zu klein für ein Internat. Ich weiß, wie schwer es dir fällt. Kannst du, ich lasse ihn gerne weg. Der ist erst 8. Aber es ist ein sehnlichster Wunsch. Lässt ihn den abschreiben. Andere sind noch viel jünger als er. Guck mal, und er bleibt in derselben Stadt. Am Wochenende kommt er zu uns nach Hause. Weh, du machst ihm die Freude kaputt. Mm-mm. Es ist sein wichtigster Tag morgen. Klar? Mm-hmm. Geh auf 50%. Ich bin bei 50. Dann geh höher. Ach, dann tut doch was. Sie geht mir ins Koma. Wenn sie nicht vorher verblutet. Verdammt nochmal, wo bleiben die Konserven? Warte. Tupfen Sie, verdammt nochmal, ich sehe doch gar nichts. Druck steigt. Sättigung besser. Oh, das war knapp. Gratuliere zu Ihrer Diagnose. Ohne Sie wäre die Frau jetzt tot. Das war jetzt sowas wie eine Entschuldigung. Hey, was sehen meine müden Augen? Felix,
Was machst du denn hier? Ja, dasselbe wollte ich dich gerade fragen. Na, ich bringe hier die Pferdedecke für meinen Vater. Weißt du, manchmal nach dem Nachtdienst geht er gleich reiten. Und na, die ist neu und hat total lange drauf gewartet. Du wolltest ihm gefallen tun, ne? Ja. Das ist doch klasse. Wenn ich einen Vater gehabt hätte, dann hätte ich sowas auch gemacht. Ja, und du? Was machst du hier im Pferdestall? Naja, wenn ich mal auf einer richtigen Ranch arbeiten will, dann muss ich doch vorher mal auf dem Gaul gesessen haben. Ach, erzähl doch nichts. Und du willst jetzt Cowboy werden, oder was? Das war schon immer mal ein richtiger Traum von mir. Arizona und eine riesige Rinderherde durchs Land treiben. Unter freiem Himmel, die endlosen Weiten und nur du, dein Pferd und die Herde. Na ja, klar. Würde ich auch gerne mal machen. Komm noch mit. Wie? Willst du mich mitnehmen? Na klar. Warum denn nicht? Wenn ich wirklich mal hinfahre? Du bist nicht der Freund, weißt du das? Ich weiß. Jetzt zwitscher ab, du. Die Schule wartet nicht. Um eine Reitstunde zu nehmen. Du musst jetzt wirklich gehen. Nur noch bis zu deinem. Felix, bitte. Dann will ich wenigstens noch einen Kuss. Ich muss jetzt wirklich arbeiten. Und wann kommst du? Ich wollte heute lieber eigentlich mal den Abend... Um 9. Okay. Vielleicht habe ich ja was für dich. Was denn? Überraschung. Hier. Komm, ich muss mit dir reden. Ich habe die ganze Nacht nachgedacht. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass ich mal wieder einen Riesenfehler gemacht habe. Ich kann dich natürlich nicht bitten, mit mir zusammenzuziehen, ohne dass ich... Setz dich doch mal. Bitte. Willst du mich heiraten? So geht das alles nicht. Was geht nicht? Na, erst gehst du auf Distanz, dann willst du heiraten. Wir sind beide auf Distanz gegangen. Aber jetzt weiß ich, was ich will. Ich will das alles nicht mehr alleine machen. Ich möchte mit dir leben. Lass uns doch bitte mal in Ruhe über alles reden. Was ist mit dir los? Nichts. Liebst du mich noch? Natürlich habe ich dich noch gern, aber es ist einfach so viel passiert und bitte lass uns mal vernünftig miteinander sprechen. Okay, heute Abend. Ich habe zwar Nachtdienst, aber wir werden schon genug Zeit füreinander haben. Ich kann heute leider nicht. Morgen. Okay, dann morgen. Achim. Ich weiß, dass sie deiner Mutter gehört hat. Ich kann sie nicht annehmen. Tag, Frau Engel. Roland Heilmann, ich bin ja der Oberarzt. Wie fühlen Sie sich? Danke, gut. Sie fühlen sich noch ein bisschen schwach. Kein Wunder bei der Operation. Sie haben uns einen tüchtigen Schrecken eingejagt. Und kann ich denn wieder nach Hause? Sie haben es aber eilig. Ich fürchte, das wird noch ein bisschen dauern. Eine Rippe hat sich quer durch ihren linken Lungenflügel gebohrt und dabei die Lungenschlagader verletzt. Sie hatten einen hohen Blutverlust. Wie lange? 3 bis 4 Wochen, würde ich sagen. 3 Wochen? Eine solche Operation braucht Zeit, um in Ruhe auszuheilen. Und Sie werden sehen, so fürchterlich ist es bei uns gar nicht. Bei uns gibt es Frühstück, Mittag, Abendbrot, Fernseher, was Sie wollen. Mir fehlen noch ein paar Angaben von Ihnen. Wo wohnen Sie? Wo arbeiten Sie?
Wie ist der Unfall passiert? Das ist schreckliche Bürokratie, aber hilft nichts. Ich bin so schrecklich müde. Naja, die Angaben kann ja auch Dr. Kreutzer heute Abend nachtragen. Schlafen Sie erst mal ein bisschen. Ja, ich weiß. Jetzt mach dir keine Sorgen, ich hab sie auf den Fernseher gelegt. Oh, da ist sie nicht. Hey, Achim, was machst denn du hier? Ich denk, du schläfst noch. Ach so, nee. Kommt ruhig rein. Hallo Alina, wie geht's dir? Gut. Wir wollen nur die Zeitung holen, die hat Alina liegen lassen. Ja, klar. Ist irgendwas? Nichts Besonderes. Hat's mit Sarah zu tun? Wie kommst du denn darauf? Hätte doch sein können. Wir reden ein bisschen aneinander vorbei im Moment. Aber das gibt sich schon. Keine Sorge. Macht's mal gut, ihr beiden. Tschüss. Also wenn die nur aneinander vorbeireden, fress ich einen Besen. Da ist doch was im Busch. Und denn schon, das geht dich nichts an. Natürlich geht mich das was an. Es geht mir nämlich auf den Keks, wie Sarah mit Achim umspringt. Misch dich da nicht ein. Es gibt doch nur Ärger. Was machst du denn hier? Warum tust du das? Warum tue ich was? Warum tust du Achim weh? Aber das tue ich nicht. Tust du sehr wohl. Ihm geht's verdammt beschissen. Und zwar wegen dir und Felix. Was hat denn Felix damit zu tun? Jetzt bist du nicht so ab. Ich habe euch doch gesehen. Könntest du dich etwas präziser ausdrücken? Ja, kann ich. Heute Morgen im Reitstall. Als ihr rumgeknutscht habt wie bekloppt. Ach, das war doch nur rein freundschaftlich. Was machst du denn so früh im Reitstall? Wie bescheuert hältst du mich eigentlich? Sei doch einfach mal ehrlich. Ich verstehe das überhaupt nicht. Wie kannst du mit einem fremden Typen was anfangen, wenn du mit Achim zusammen bist? Ich denke, ihr habt so eine klasse Beziehung. Die hatten wir vielleicht mal am Anfang. Aber dann gab es zu viele Missverständnisse, Schwierigkeiten. Ach so. Und da kann man nicht drüber reden, oder was? Tue ich doch mit Alina auch. Doch, aber das ist nicht so einfach. Nee, ist natürlich viel einfacher, mit dem Erstbesten abzuhauen. Mir ging's mal ziemlich beschissen. Und Felix war da. Der war der Erste, der mir wieder Kraft und Mut gegeben hat. Warum müsst ihr Erwachsenen eigentlich immer lügen? Du gehst mit ihm ins Bett, sag's doch einfach. Jetzt reicht's mir wirklich, das geht dich überhaupt nichts an. Und ob mich das was angeht, ich habe nämlich keinen Bock mehr, Achim die ganze Zeit wegen dir anzulügen. Was meinst du damit? Damit meine ich, dass du endlich einen Tisch machen sollst. Sonst mache ich das. Was ist denn jetzt mit dem Salatüberschuss bei Herrn Wagner? Die sind jetzt eingestellt. Da kann er ja wieder zuschlagen. Zitronen, Apfelsinen, was sein Herz begehrt. Ach, dass er der Held der Nachtschicht. Komm, lass dir gratulieren. Ach, nicht schon wieder. Bescheidenheit ist eine Zier, doch weiter kommst du ohne ihr. Der muss noch so viel lernen, finde ich. Ah, wie geht's dir denn? Deiner Paula geht's wunderbar. Jedenfalls hat sie deine OP gut überstanden. Ich habe sie von der Intensivstation hierher verlegt. Ja, wenigstens eine gute Nachricht. Frau Engel? Haben Sie Frau Engel gesehen? Ja, die ist vor ein paar Minuten nach unten gefahren. Und Sie halten sie nicht auf? Die ist doch gerade erst operiert worden. Ja, aber sie hat mir gesagt, dass sie sie erlaubt hätten. Frau Engel! Frau Engel, was machen Sie denn in den Sachen? Der Transport liegt vor Ihnen schnell! Sieht ja nicht so aus, als würde die noch mit mir kommen, oder? Ein ganz schlauer, was? Und wer bezahlt mir jetzt die Anfahrt? Ja, wer bezahlt mir denn nun die Anfahrt? Gucken Sie es vor meinem Hinterbliebenen vor! Unverschämtheit! So, Frau Engel, und jetzt erzählen Sie mir doch mal, warum Sie so dringend von uns weg wollten. Ist es denn so schrecklich hier? Nein, aber ich kann das doch alles gar nicht bezahlen. Was denn? Die Operation und den Aufenthalt hier.
Das war alles schrecklich teuer. Das zahlt auch alles Ihre Krankenkasse. Um Gottes Willen, die dürfen überhaupt nichts davon erfahren, wenn die was wissen. Was denn? Dass Sie hier sind? Was darf Ihre Krankenkasse nicht wissen? Sie müssen mir die Wahrheit sagen, sonst kann ich Ihnen nicht helfen, Frau Engel. Bitte. Wenn die das erfahren, ist doch meine Sozialhilfe weg. Ich meine, die Kasse sagt das sofort dem Sozialamt Bescheid. Moment mal, eins nach dem anderen. Auch wenn Sie Sozialhilfe beziehen, sind Sie bei einem Unfall versichert. Und Ihre Krankenkasse trägt die Behandlungskosten, auch ohne dass Ihnen Ihre Leistungen gestrichen werden. Aber nicht, wenn der Unfall bei einer Schwarzarbeit passiert ist. Verstehe. Sie haben schwarz gearbeitet, als Sie aus dem Fenster gestürzt sind. Ich arbeite ein bisschen nebenbei bei einer Reinigungsfirma. Ich bin alleinerziehende Mutter und es ist nicht so einfach, halbe Stellen zu finden. Und schon gar keine, bei denen man die Arbeitszeit auf Lisas Stundenplan abstimmen kann. Bleibt ja gar nichts anderes übrig, als von Sozi zu leben. Aber dir reicht nicht, hm? Jedenfalls nicht, wenn Sie eine 8-jährige Tochter haben, deren Klassenkameraden alle keine Geldprobleme kennen. Es ist doch klar, dass Lisa genau die gleichen Klamotten haben und auf Klassenreisen mitfahren will, wie ihre Freundin. Soll ja nicht dafür büßen, dass es zwischen ihrem Vater und mir nicht geklappt hat. Verstehe. Und wenn Ihre Schwarzarbeit auffliegt, dann gibt es eine Vorstrafe und die Sozialhilfe wird gestrichen. Wollen Sie nicht mal Ihre Reinigungsfirma ansprechen? Die müssten doch eigentlich für Ihre Behandlungskosten aufkommen. Bloß nicht, auf keinen Fall. Es gibt nur noch mehr Ärger. Und zahlen tun die sowieso keinen Pfennig. Nee, das mache ich lieber selber. Wenn ich bis an mein Lebensende abzahlen muss. Nun bleiben Sie erstmal hier. Irgendeine Lösung werden wir schon finden. Sagen Sie, wer kümmert sich denn eigentlich um Ihre Tochter? Meine Nachbarin kümmert sich vorerst um den. Aber dass Sie daran denken. Ich komme später nochmal wieder. Schlafen Sie erstmal ein bisschen. Herr Doktor, was mache ich denn jetzt mit den Angaben für die Verwaltung? Ich muss doch den Bogen ausfüllen, die haben schon nachgefragt. Ich kümmere mich drum. Suchst deine Freundin, hä? Wenn du deine Freundin suchen musst, dann hast du irgendwas falsch gemacht. Du solltest immer wissen, wo deine Frau ist. So wie du weißt, wen du anbaggern musst. Wieso anbaggern? Komm von ganz alleine. Du kotzt mich so an, weißt du das? Was hat der moralische? Hey, was ist denn mit dir los? Ich weiß, dass du was mit Sarah hast, Mensch. Na und? Du spannst meinem Alten die Frau aus. Wer sich die Freundin aussparen lässt. Hau ab und lass dich in dem Haus nicht mehr blicken, hast du kapiert? Mach mal halblang, spul die nicht so auf. Was willst du eigentlich? Ich hab gedacht, du wärst was Besonderes. Aber das bist du nicht. Du bist einfach nur ein armer, kleiner, abgefuckter Ex-Knacken. Scheiße. Verdammt, es tut mir leid. Es tut mir leid. Sebastian! Gut, dass du noch da bist. Hast du eine Sekunde? Sicher. Ich wollte auch schon zu dir kommen. Du wolltest zu mir? Ich denke, du hast keine Zeit heute Abend. Schon, aber ich hätte da noch was zu klären. Ich weiß, ich weiß. Ich muss mich immer wieder über dich wundern. Wie kann man nur so pedantisch sein? Pedantisch? Paula Engel. Nur die fehlenden Angaben, darum geht's doch. Sicher. Ich muss das noch an die Berufsgenossenschaft weiterleiten. Hast du dieses Blatt ausgefüllt? Genau das ist das Problem. Es gibt keine Berufsgenossenschaft. Was? Das war doch ein Arbeitsunfall. Ein Schwarzarbeitsunfall. Na prima. Dann haben wir also keinen Versicherungsträger. Nein. Wir könnten sagen, dass es ein Privatunfall war. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Du weißt, das ist gesetzwidrig. Ja, die Frau kann doch die Kosten nicht alleine tragen. Die lebt von Sozialhilfe und wenn das auffliegt, dann ist die auch noch weg. Das ist nicht mein Problem. Ich mache mich dafür nicht strafbar. Gut siehst du aus. Danke.
Neues Parfum? Nein. Kennst du das noch nicht? Wer ist es? Wer ist was? Der Typ, mit dem du dich triffst. Achim, bitte. Sag es mir. Vielleicht hat sie ja Verwandte, die die Kosten tragen können. Finde das mal raus. Ansonsten mache ich das. Scheiße, Charlotte, kannst du nicht mal frische Handtücher aufhängen? Oh, hallo Papa, ich will nur mein T-Shirt. Was ist mit dir passiert? Nix. Ich will wissen, woher du diese aufgeplatzte Lippe hast. Ach so, ja, ich hab mich gestoßen. Was glaubst du eigentlich, kannst du dir hier erlauben, hä? Mich für dumm verkaufen? Ich hab dir tausendmal gesagt, du sollst ja Schlägereien heraushalten. Nein, der Herr Sohn, der geht rum und schätzt ja einen Dreck darum. Und wenn du dich schon auf Schlägerniveau begibst, dann steh wenigstens dazu und lüg mich nicht nach oben drei an. Merkst du eigentlich überhaupt nichts? Wie blind bist du eigentlich? Ist doch kein Wunder, dass Sarah... Dass Sarah was? Na komm schon, was solltest du eben sagen? Sag es mir. Dass du mit Felix abgehauen bist, Mensch! Ah, da guckst du. Hören Sie, die Kosten für die Operation und für die Behandlung, die noch erforderlich ist, belaufen sich summa summarum auf 15.000 Mark. Wie wollen Sie das denn jemals abbezahlen? Weiß ich auch nicht. Aber ich werde es schon irgendwie schaffen. Muss ja. Ich wäre Ihnen so dankbar, wenn Sie mich nicht anzeigen würden. Sie wissen, dass ich verpflichtet bin, den Fall zu melden. Ja, mit einer Vorstrafe habe ich doch noch weniger Chancen, einen Job zu finden. Können wir das draußen besprechen? Nein, ich möchte, dass diese Angelegenheit jetzt und hier besprochen wird. Bei dieser Angelegenheit handelt es sich um das Schicksal einer Patientin. Und darum, dass die ärztliche Versorgung auch in Zukunft noch für alle finanziert werden kann. Komm bitte mit. Entschuldigung. Was soll das? Willst du mich jetzt von einer Patientin vorführen? Wo bist du die ganze Nacht gewesen? Es wird ja immer schöner. Spionierst du mir jetzt etwa hinterher? Ich habe ein Recht darauf, das zu wissen. Du hattest vielleicht mal eins. Oh, vielleicht haben Madame die Güte, mir zu erklären, wann und warum ich welche Rechte verwirkt habe. Das kannst du haben, aber nicht hier. Und jetzt will ich über deine Patientin sprechen. Und ich möchte verdammt noch mal wissen, seit wann du mich mit diesem halbseidenen Ganovenbruder betrügst. Sag mal, was fällt dir ein, Felix, so zu? Woher weißt du das überhaupt? Spar dir das. Ich weiß, dass du mit ihm ins Bett steigst. Ich möchte wissen, warum. Felix war da, als ich jemanden brauchte. Du warst es nicht. Und er hat mir das Gefühl gegeben, dass er mich will, ohne hin und her. Wenn du von einem Mann nicht bekommst, was du willst, dann nimmst du einfach den Nächsten. So einfach ist es nicht. Doch, ganz genau so einfach ist das. Wenn du Probleme in deiner Beziehung hast, dann löst du sie nicht, sondern du wechselst einfach den Mann. Ich hätte dir wirklich mehr zugetraut. Du, wenn du mich missverstehen willst, dann bitte. Da sehe ich keinen Grund drin, diese Unterhaltung noch fortzuführen. Dann kümmere ich mich lieber um meine Arbeit. Jetzt weich mir nicht aus, ja? Falls du es vergessen hast, ich muss noch 15.000 Mark auftreiben, damit sich Ärzte wie du auch in Zukunft kostspielige Technik leisten können. Mein Gott, bist du kaltschnäuzig. Verdammt nochmal, ich habe die Verantwortung für die Kostendeckung am Hals. Im Gegensatz zu dir kann ich es mir nicht leisten, den barmherzigen Samariter zu spielen. Du machst dich auch als Racheengel viel besser. Hast du ja schon mal überlegt, was es für Paula heißt, wenn du sie anzeigst? Oder wenn sie eine Offenbarungseid leisten muss? Und hast du dir schon mal überlegt, dass diese Frau das Geld nur ranschafft, um ihrer Tochter den Konsum vorn und hinten reinzustecken? Das Kind wächst doch mit völlig falschen materiellen Werten auf. Was ist denn das für eine Erziehung? Ach nee. Jetzt machst du dir auch noch ein Urteil über Kindererziehung an. Ausgerechnet du, die selber keine kriegen kann. Na Gott sei Dank. Dann wirst du nicht wenigstens deren Vater. Süßer, hör mal, ich hab dir ganz, ganz, ganz viele Nickis eingepackt. Hm. Du kannst, wenn's nötig ist, zweimal am Tag ein neues. Ich kann, er macht aber nicht, weil er am liebsten in der dicken, fetten Stinkwolke rumrennt. Lieber an der dicken, fetten Stinkwolke, als wie du in so einem ekligen Parfümgestank. Davon verstehst du noch überhaupt nichts.
Hast du auch meinen Rucksack dabei? Aye, aye, Captain. Alles erledigt. Super, das sind jetzt meine Comics. Von mir aus. Aber pass bloß auf, dass du nachts keine Angst kriegst, wenn das große Maso Bilami kommt und dich holt. Ruf an, wenn was ist, ne? Das sollen schon sein. Egal. Du kannst jederzeit zurückkommen. Och nö, aber glaub bloß nicht, dass ich dein Zimmer wieder zurückgebe. Gehen wir, es wird langsam Zeit. Also, mein großer Hals- und Beinbruch, oder heißt das bei euch Stimmbruch? Hahaha, ha, ha, ich lach nicht, lach. Tschüss, Papi. Tschüss. Komm mal her. Ach, sei nicht traurig, Mami. Wir sehen uns doch am Wochenende schon wieder. Pass schön auf dich auf, ja. Du packst das schon, mein Kleiner. Tschüss, alle miteinander. Tschüss. Naja, ich gehe dann auch. Ich treffe mit Sebastian. Bis heute Abend. Ja. Also nur noch wir beide. Mhm. Sag mal, wollen wir was Schönes essen gehen? Mhm. Körperteil, den man von Ihnen vermarkten konnte. Was soll das denn? Meine Knackers ist auf dem Plakat und mehr wollen Sie nicht von mir. Wissen Sie mal, Sie haben gesagt, Sie haben eine ganze Serie mit mir unter Vertrag. Ich sollte mich terminlich völlig freihalten. Die Serie ist klar, aber nicht mit Ihnen. Du bist raus, Süßer. Nimm's cool. Hast du ja auch schon was zu sagen. Und jetzt? Tut mir leid, ist aber so. Wieso wollen die mich denn jetzt nicht? Ja, was weiß ich. Der Kunde will einfach andere Gesichter und andere Qualitäten für seine Anzeigen. Das geschieht jeden Tag zigmal. Aber ich habe mich da voll drauf verlassen. Tja, nehmen Sie einen Drink mit uns. Was nehmen Sie? Steck dir doch deine Drinks in den Arsch. Ich wollte dich nur informieren. Die Kostenfrage Engel ist geklärt. Sarah. Ich habe mit dem Inhaber der Reinigungsfirma gesprochen und er übernimmt die Kosten. Schönen Tag noch. Sarah, bitte warte. Es tut mir sehr leid, was ich gesagt habe. Damit das ein für alle Mal klar ist. Ab heute begegnen wir uns nur noch auf beruflicher Ebene. Deine privaten Entschuldigungen kannst du dir also sparen. Gib mir doch wenigstens die Chance, irgendwas... Achim, ich will nicht mehr. Es ist aus. Definitiv. Begreift es endlich. Charlotte? Wo steckst du? Hier. Wie immer in der Küche. Wieso gehst du nie mal raus? Draußen ist so tolles Wetter. Mhm. Und wer kocht euch dann das Essen? Dafür habe ich dir auch was mitgebracht. Sind die für mich? Siehst du hier sonst noch jemanden? Och, sind die schön. Aber sowas sollst du doch nicht machen. Wieso denn nicht? Ich bin so glücklich, ich könnte die ganze Welt umarmen. Da werde ich dir doch wohl noch ein paar Blumen mitbringen dürfen. Was ist da passiert? Hast du eine neue Arbeit gefunden? Besser. Ich habe die Frau gefunden. Ah, du hast dich verliebt. Weißt du, zum ersten Mal habe ich das Gefühl, dass mein Leben so richtig anfängt. Mit Sarah wird alles anders, das weiß ich. Sarah? Doch nicht etwa Sarah Marquardt? Doch, na klar. Mensch, Felix, das kannst du doch nicht machen. Du kannst doch nicht mit der Freundin von Achim. Sie ist doch nicht mehr Achims Freundin, sie ist jetzt meine. Glaub mir, Sarah ist das Beste, was mir passieren konnte. Ab jetzt geht alles bei mir richtig aufwärts. Du wirst schon sehen. Ach, Charlotte, kannst du mir vielleicht noch mal ein bisschen Geld leihen? Wirklich, ich bin gerade ein bisschen klamm. Was? Es ist nur für ganz kurz. In ein paar Wochen habe ich meinen Job klar und dann zahle ich dir sowieso alles wieder zurück. Wie viel brauchst du denn? Naja, 3.000.
Ja, Charlotte, außerhalb dieser Küche ist das Leben teuer. Außerdem verdiene ich ja bald. Ich kann es dir erst morgen geben. Ich muss morgen zur Bank. Morgen? Hast du denn gar nichts mehr? Das ist jetzt aber das Wirtschaftsgeld. Du bist die beste Tante der Welt. Kommst du aber mit rein? Jetzt schon Leute sehen sollen, der hat sich ein Bein abgefreut. Das glaube ich. Ist irgendwas? Nein, gar nichts. War doch zu lange. Nein, das ist okay. Ich finde es rührend, wie du dich um deine Tante kümmerst. Früher hätte ich sowas nicht gemacht. Und wieso tust du es jetzt? Weil ich dich kennengelernt habe. Du holst das Beste aus mir raus. Was machen wir jetzt? Ich bin immer noch ganz perplex wegen diesem Wagen. Wieso, gefällt er dir nicht? Doch, aber ist es nicht alles ein bisschen viel? Ich meine, erst mit dem Pferd und jetzt dieses Auto. Für dich ist mir nichts zu viel. Außerdem in der Modebranche verdient man gar nicht so schlecht. Also? Na, dann führ sie mir mal vor, deine Überraschung. Okay, wo soll's hingehen? Ans Ende der Welt. Ich muss nur noch sagen, an welches. Ich mache mir ernsthaft Sorgen um Achim. Heute hat er zwischendurch die Station verlassen. Macht er sonst nie. Ich würde ihm gern helfen, aber ich weiß nicht wie. Wenn er uns jetzt auch noch ausfällt. Tja. Wollen wir das schaffen? Wir sind chronisch unterbesetzt. Die Station ist voll belegt. Und unser Haus ist total leer. Eine Ruhe ist das. Ja, dann haben wir endlich mal wieder Zeit für uns beide. Das haben wir uns doch immer gewünscht, oder? Tu dein Wort in Gottes Gehörgang. Ja, hoffentlich nutzen wir die Zeit auf und kümmern uns wirklich mal wieder ein bisschen intensiver umeinander. Selbstverständlich. Du, eigentlich könnten wir ein paar Tage frei machen und auf dem Gas fahren. Oh ja, das ist eine tolle Idee. Ich würde gern mit dir verreisen. Aber im Moment kann ich keinen Urlaub nehmen. Also jetzt gerade nicht. Klar. Entschuldige, habe ich völlig vergessen. Du, ja. Frau Engel? Ach, hier sind Sie. Was machen Sie denn da? Ich habe ein bisschen gelesen. Aha. Geht's Ihnen denn? Mir geht's gut, danke. Aber das sollte ich Sie eigentlich fragen. Oh, mir geht's schon viel besser. Gut. Dann habe ich nämlich noch eine gute Nachricht für Sie. Machen Sie sich keine Sorgen mehr über Ihre Behandlungskosten. Die Reinigungsfirma übernimmt alles. Nein. Das darf doch nicht wahr sein. Da sieht die Welt doch gleich viel rosiger aus. Das kann man wohl sagen. Kommen Sie. Gehen wir ein paar Schritte, dass wir denken. Langsam, langsam. Wenn mein Job damit weg sein dürfte. Aber naja, ich habe hier viel Zeit zum Nachdenken gehabt. Über Ihre Arbeit? Ich habe sowieso schon beschlossen, mir was Neues zu suchen. Vielleicht ja mal was Legales. Das ist wahrscheinlich eine gute Idee. Ich drücke Ihnen die Daumen. Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen danken soll. Wir haben Sie das bloß geschafft? Nur danken Sie nicht mir. Das war die Verwaltungschefin, die hat sich für Sie eingesetzt. Oh, da muss ich aber erstmal Abbitte leisten. Nach der
Begegnung gestern hätte ich das ehrlich gesagt nicht von ihr erwartet. Ja, so kann man sich in Menschen täuschen. Ach, das ist ja unser Doktor. Guten Abend, Frau Engel. Na, da können Sie ja glücklich sein, dass Sie gerade unserem Dr. Kreuzer unter das Messer geraten sind. Schauen Sie her. Keine Verschattung, kein Pneu. Und die Lunge hat sich wieder richtig ausgedehnt. Ich denke noch 14 Tage und dann sind Sie wieder zu Hause bei Ihrer kleinen Tochter. Ja, dafür darf ich Ihnen noch dankbar sein, oder? Ein ganz kleines bisschen. Ist da etwas, das ich wissen müsste? Nein, Herr Professor. Das heißt, doch, ich würde Sie gerne sprechen. Ja, gern. Also dann, gute Besserung. Tu mein Bestes. Ja? Na, was haben wir denn auf dem Herzen? Ich möchte Urlaub nehmen, und zwar sofort. Das ist im Augenblick unmöglich, Gott. Es ist mir sehr wichtig, damit. Darf ich Sie fragen, warum? Nein. Na gut, dann. Dann gehen Sie, wenn es so eilig ist. Ich rede das für Sie mit der Verwaltung. Danke. Die Postvollmacht liegt auf dem Schreibtisch, ebenso die Überweisung. Wenn du sie morgen zur Bank bringen könntest, wäre ich dir dankbar. Ansonsten kennst du dich ja aus. Ach, und noch etwas. Ich möchte, dass dein Neffe mein Haus ab sofort nicht mehr betritt. Ja? Harry, warte mal. Hier, dein Handy, das hast du vergessen. Ach so, nee, das bleibt hier. Ich möchte für niemanden erreichbar sein. Es tut mir leid, ich weiß, dass ich sehr ungerecht zu dir war. Kannst du mir nochmal verzeihen? Klar. Ich melde mich von unterwegs, okay? Also verdammt nochmal! Ich rufe dich im ganzen Krankenhaus. Was ich dann zufällig erfahre. Du willst weg. Wo willst du denn hin? Keine Ahnung. Ich muss einfach mal raus. Seit wann läufst du denn vor deinen Problemen davon? Wirft es dich so aus der Bahn, dass mal eine Frau jemand anders will als dich? Ich weiß nur eins, dass ich weg muss. Wie lange? Wie lange gehst du denn fort? Weiß ich nicht. Pass auf dich auf, ja. Everybody says we're too young. Love is not going on. They say you better go away. Cause this love is made of sorrow and pain. Love is enough. Love is enough. I know that love.